Mr. President, so good to have you here. Frau Präsidentin des Bundesrates, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Herr Präsident Köhler, Mr. Secretary, sehr geehrte Herren Minister, sehr geehrten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Exzellenzen, verehrte Gäste. Of the many stereotypes about Germany, our sense of humor, our spontaneity, unsere Spontanität, our irresistible unser joie de vivre, unwiderstehliches Joie de vivre, only one is really gibt es nur ein Klischee, das wirklich stimmt. Nämlich, wir sind sehr gut daran, Erinnerungen zu bewahren. Vor 45 Jahren, als der junge Senator Joseph Biden nach Bonn kam, hat ein deutscher Beamter, wie wir gerne sagen, eine Notiz angefertigt. Und zwar eine sehr ausgedehnte Notiz über diesen Besuch des Senators in Deutschland. Und weil wir ja Deutsche sind, haben wir diese Notiz auch noch. Diese ist sie. Viele Seiten. An der Bundesrepublik Deutschland ist er stark interessiert. Das ist der Hauptinhalt. Er ist sehr interessiert an der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die Schlussfolgerung. Und es endet damit, dieser Senator hat eine möglicherweise signifikante politische Karriere noch vor sich. Signifikant, was für ein bemerkenswertes Understatement. Heute sind Sie der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Und unter Ihrer Führung hat die transatlantische Allianz sich gestärkt und unsere Partnerschaft ist enger als jemals zuvor. Herr Präsident, Sie haben ein sehr starkes Interesse an Deutschland. Das wissen wir seit mehr als einem halben Jahrhundert. Und deswegen ist es auch an der Zeit, dass Sie wissen, dass Deutschland wiederum eine große Dankbarkeit für Sie hat. Und ich möchte das im Namen meines Landes sagen. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Für Deutschland ist die Freundschaft mit den Vereinigten Staaten eine existenziell wichtige Verbindung. Das war so in der Vergangenheit, das ist heute so und in der Zukunft. Sowohl für unsere Demokratie als auch für unsere Sicherheit. Und dennoch ist es in dieser Freundschaft so gewesen, dass es Zeiten der Nähe gab und Zeiten einer größeren Distanz, Zeiten der Übereinstimmung und Zeiten der Diskrepanz. Das wird auch immer so sein. Gerade vor ein paar Jahren war die Distanz so weit gewachsen, dass man das Gefühl hatte, sich vielleicht verloren zu haben, fast. Aber über die Aufs und Abs der Zeiten hat es dennoch diejenigen gegeben, die bei der transatlantischen Allianz geblieben sind, egal was da kam. Und herausragend unter diesen Persönlichkeiten waren Sie, Herr Präsident. Sie stehen zu uns, denn Sie wissen, dass das, was uns verbindet, so viel tiefer ist als das, was die Tagesaktualität beschert. Das, was uns bindet, ist die Freiheit, die Demokratie und der Rechtsstaat. Was uns verbindet, ist die Überzeugung, dass wenn die liberale Demokratie, die offene Demokratie eine Zukunft in dieser Welt haben soll, dann müssen wir das gemeinsam sichern. Und das, was uns verbindet, sind die Lehren der Vergangenheit. Heilige Lehren, die Sie in Ihrem Brief an unsere Margot Friedland so eindrücklich geschildert haben. Als Sie Präsident wurden, haben Sie die Hoffnung Europas in die transatlantische Allianz buchstäblich über Nacht wiederhergestellt. Und gerade mal ein Jahr später kam der Krieg, den Putin entfachte. Als Putin in die Ukraine einfiel, hat er nicht nur ein Land angegriffen, er hat die Prinzipien
des Friedens in Europa angegriffen. Putin dachte, dass wir schwach sein würden. Er dachte, dass wir uneins sein würden. Aber das Gegenteil traf ein. Die NATO war stärker und geeinter als jemals zuvor. Und das ist in nicht geringem Umfang dank Ihrer Führung. Herr Präsident, Sie im schwierigsten Zeitpunkt seit dem Kalten Krieg, Sie und Ihre Regierung an unserer Seite zu wissen, ist etwas, was man nicht als nicht geringeres als einen historischen Glücksmoment bezeichnen kann. In den letzten Jahren hat es sich gezeigt, dass Amerika die unverzichtbare Nation ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber es hat uns noch etwas anderes gezeigt. Die NATO ist die unverzichtbare Allianz. Und in den Monaten, die kommen, hoffe ich, dass die Europäer sich daran erinnern, dass Amerika unverzichtbar ist für uns. Und ich hoffe, dass die Amerikaner sich daran erinnern, dass ihre Alliierten auch unverzichtbar für sie sind. Wir sind mehr als einfach nur andere Länder in der Welt. Wir sind Partner. Und wir sind Freunde. Die Entscheidung am 5. November obliegt einzig und allein den Amerikanern. Aber wir als Europäer haben auch eine Wahl. Wir haben die Wahl, unseren Anteil zu leisten, standfest zu sein in unserer Unterstützung der Ukraine, zu investieren in unsere gemeinsame Sicherheit, zu investieren in unsere gemeinsame Zukunft. Und wie Sie es gemacht haben, zur transatlantischen Allianz zu stehen, egal was da komme. Herr Präsident, als ich Sie im Oval Office vor einem Jahr besucht habe, am 6. Oktober, gerade mal ein paar Stunden vor dem brutalen Angriff von Hamas, da haben wir über den Nahen Osten gesprochen. Wir haben über die Ukraine und Russland gesprochen. Aber am Ende, und das werde ich niemals vergessen, am Ende unseres Gesprächs sind Sie zu Ihrem Bürotisch gegangen und haben mir eine Rede überreicht. Und zwar nicht zur Außenpolitik, sondern eine Rede, die Sie gehalten haben, zu einem Thema, das für Sie am wichtigsten ist und das Sie am meisten umtreibt, die Frage der Demokratie. Und ich zitiere: Demokratien müssen nicht am Ende eines Gewehrlaufes sterben. Das haben Sie gesagt. Demokratien sterben, wenn die Menschen schweigen, wenn sie bereit sind, das aufzugeben, was für sie am wertvollsten ist, weil sie frustriert sind, weil sie müde sind und ja, sich vergessen fühlen. Ende des Zitats. Ihre Worte haben einen Widerhall gehabt in unserer Region der Welt und sie bedeuten noch mehr, da sie von der Führung der ältesten Demokratie dieser Welt kommen. Und deswegen möchte ich aus tiefstem Herzen Folgendes sagen. In Zeiten, wo die Demokratie unter Druck ist, überall im Westen, waren Sie der Leuchtturm der Demokratie für uns. Ein Leuchtturm nicht nur durch das, was Sie getan haben, sondern durch der Sie sind. Durch das Beispiel Ihrer Bescheidenheit, Ihrer tiefen Verbindung mit dem Leben und der Hoffnung der hart arbeitenden Menschen. Und, wenn Sie mir dieses etwas altertümliche Wort gestatten, durch Ihren Anstand. Anstand ist vielleicht das, was wir am meisten riskieren zu verlieren, aber Ihr Anstand, Herr Präsident, ist ein Licht, das weit reicht und ganz sicher in die Herzen meiner Mitbürger und Mitbürgerinnen hier in Deutschland reicht. Als US-Präsident befehligen Sie das mächtigste Militär. Sie führen die weltgrößte Volkswirtschaft. Aber der wertvollste Dienst an der Demokratie, den Sie leisten, das Beruhigendste und Versicherndste für die Menschen ist zu wissen, dass selbst dieser mächtigste Mann in der Welt am Ende des Tages ein zutiefst anständiger Mensch ist.
Herr Präsident, wir alle wissen, dass Sie Ihre irischen Dichter lieben und dass Sie sie gut kennen. Ich habe Sie Seamus Heaney aus der Erinnerung zitieren können. Und deswegen erlauben Sie mir doch ein Zitat von seiner Republic of Conscience zu zitieren. Und ich zitiere: Bei der Amtseinführung müssen öffentliche Führungspersönlichkeiten schwören, ungeschriebene Gesetze aufrechtzuerhalten und den Ton für ihr Amt richtig anzuschlagen. Und der Ton für Ihr Amt, Herr Präsident, es scheint, dass Sie immer auch diesen unvermeidlichen Anspruch erfüllt haben. Und indem Sie in einer Gesellschaft von Gleichen überhöht worden sind. Und Sie haben diesen Anspruch verwandelt, nämlich in einen tiefen Sinn für Verantwortung. Und Sie haben diese Verantwortung getragen. Sie haben diese Verantwortung in Ihrer gesamten Karriere getragen und in der nobelsten Tradition der amerikanischen Führung in Washington haben Sie es erlaubt, dass die Demokratie Ihren, ja, unvorhergeschriebenen Weg beschreiten durfte. Herr Präsident, bei dieser historischen Gelegenheit Ihres Besuches in Deutschland erkennt mein Land Ihre jahrzehntewährende Verpflichtung gegenüber der Transatlantischen Allianz an. Ihre herausragende Führung in gefährlichsten Momenten für den europäischen Kontinent und Ihr moralisch-ethisches Beispiel der Offenheit und des Anstands. All das erlaubt mir jetzt, Ihnen hier die Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik zu verleihen. Und verehrter Präsident, dear Joe, herzlichen Glückwunsch. Moment, jetzt vorlesen. Meine Damen und Herren, zur Verleihung des Verdienstkreuzes gehört die Verlesung der Urkunde in Deutsch. Verleihungsurkunde in Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich seiner Exzellenz, Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Herrn Joseph Biden, die Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, den 18. Oktober 2024, der Bundespräsident, die Unterschrift. Und jetzt können wir nochmal herzlichen Glückwunsch sagen.